Ich war das echt nicht, jetzt nicht, ne? Das hörst du nicht. Na, ich war's nicht. Das können wir uns sagen, oder Arger gewesen. Ich war's aber echt nicht, ich war nicht mal bei dir, das würde man in den Aufnahmen sehen, Mann. Versteht das doch endlich. Ja, ich alles, was ich mache, ist dokumentiert. Ja, und das interessiert dich jetzt. Merkwürdig aus, Felix. Weißt du was? Dann interessiert mich das nicht mehr, dann fühle ich mich auch, was soll ich aufnehmen. Das ist total ungewohnt. Was ist ungewohnt? Mit einem bunten Glas. Das ist aber geil. Ja, was ist ungewohnt? Aber geil. Aber ungewohnt. Aber geil. Aber ungewohnt. Ach, fick dich. Na gut. Okay. Nicht bei mir! Nicht Aga? Bei dir. Ja, Schatz. Da unten bist du dann auch irgendwann. Ey! Merk ich dachte, leider so. Deswegen geht ja gar nicht so weit. Hat er nicht gemacht. Hat er gemacht. Weißt du, ihr regt euch immer auf, dass ich sterb, gell? Dann kommen immer solche. Wir regen uns doch nicht auf, wir freuen uns für dich. Nein, nein, bloß nicht. Wir freuen uns doch darüber. Wir können es doch dann ja, schön über dich lustig machen. Ja. Achtung, Skelett. Ja, schön dafür. Schön dafür? Skelett kann sich mal, ja. Ist aber schön. Sorry, es hat sich so angeboten. Ach, oh, Baby Zombie. Machst du tot? Oh Mann, ich brauch Baumseeds. Hat jemand mal Seeds für mich? Doch mal meine Pflanzenkiste. Wo sind die? In meinem Lager. Deine Weedkiste? Okay, ruh ich gerne nach. Finden sich da noch andere Geselligkeitsmittelchen? Musst du nachgucken. Okay. Vibrator, namst du Little Helper oder so? Liebeskugeln. Geselligkeit, Mann. Nicht Zweisamkeit. Das ist das genaue Gegenteil von Geselligkeit. Ja. Ja, so. Also, man kann es auch zu zweit benutzen. Ah, wer tut so etwas? Boah. Ja. Du redest mir aus der Seele, Marc. Pflanzen. Ich bin immer wieder froh, dass ich wenigstens noch einen einzigen hab. Was? Warum hast du nur einen Dschungel-Sapling? Mann, ich brauch 10.000. Ja, sorry, ist so. Ich glaube, mit 10.000 kann dir niemand von uns sehen. Ach, toll. Nein. Ist ja alles scheiße. Könntet ihr ja auch, glaube ich, nur mit 4 oder sowas sehen. Mit 4 wäre ich sogar sehr zufrieden. Die brauche ich nämlich gerade. Genau 4 Stück. Dann musst du zu mir kommen. Ja, ich bin unterwegs. Moment noch. Wow. Hier muss ich erstmal fix verpflanzen. Damit ich mir Seeds abplüppeln kann. So. Los, wachse, du blöder Baum. Juhu. So, jetzt komme ich zu dir. Ja, ich bin gerade ganz. Oh, der ist ein Zombie. Da. Warte mal, erstmal muss der Zombie zu mir zukommen. Na du? Ja, tot, ne? So. Alter! Felix, gleich schon mal aus. Da ist ein Creeper in deinem Haus, bei deinem Bett. In deinem Bett? Neben seinem Bett. Jetzt ist. Nein, dann wartet auf ihn. Was war das? Ein Creeper. Das wird aber ein explosives. Er wird einen explosiven Orgasmus haben. Puh, puh. Mach mal hier Löcher zu, von wo Viecher rein können. Okay, der war schlecht. Der war trotzdem gut. Der war gleichzeitig schlecht und gut. So, wo sind die Seeds? Ich bin jetzt da. Ganz, ganz Wunder, oben. Hier oben ist ein Loch. Oh, bis da hoch. 20 Mark. Du hast 20 Mark. Oh, 20 Mark. Ach, siehst du, muss ich auch mal wieder angucken. Zu lange her. So, warte. Ach, hast du ja wieder Wasser gesetzt hier. Inzwischen. Ja, du bist nicht wieder hochgekommen. Ich bin auch gerade oben. Ah ja. Also. Muss ich mal einen Adblock hinsetzen? Nein, das war ich wirklich nicht. Aber das Problem ist, ich glaub's dir sogar. Nee, ich war das echt nicht. Also diesmal nicht. Ist, dass es, ja, wie gesagt, das Problem ist, ich glaub's dir sogar. Hm. Das heißt aber, dass noch jemand auf meiner Kriegsliste steht. So, ich bin. Ach nee, bis ganz oben, ne? Ja. Hallo. Hallo. So, ich muss jetzt mal nachmachen. Felix, eine Ender-Chest ist hier irgendwo, oder? Was hab ich? Eine Ender-Chest irgendwo. Nein, warum? Vielen Dank. Oh, den Knochen darf ich mir bestimmt auch mitnehmen, ne? Einen Eimer machen könnte, um dir Lava zu holen, weil du sagtest, du willst Lava. Hast du mehr davon? Was könntest du machen? Dann könnte ich mir schnell aus der Ender-Chest Eisen holen, um mir dann Eimer zu machen. Und war ich bin gerade am Sortieren in den Kissen, hier sind auch nochmal 5. Wo gibt's denn Lava? Hab ich. Oh, hier sind sogar nochmal Setlings. Ah, nee, warte. Und dann kannst Spaß. Du nochmal unten in der Steinhütte gucken, in den Truhen. Aber ich brauch's trotzdem. Ich nehme um, ob du irgendwo noch Seeds hast. Nein, ich brauch's schon, aber ich kann's mir auch selber holen. Nee, dann nicht. Nope. Oh, hier sind immer 6 Knochen drin. Aber ich hab nicht so viel Eisen. Deswegen bin ich gerade auf der Suche. Okay, was kann ich denn dir da lassen? Eisen, was hab ich denn gerade Besonderes? Ich lass ein paar Möhren. Ach nee, Möhren hast du schon. Nach was bist du auf der Suche? Eisen. Was brauchst du denn? Ich bin über alles. Kohle wäre ich sehr. Ah, den hab ich gar nicht dabei. Da hab ich nämlich. Na komm, was soll's hier? Ich geb dir das, was du da in der einen Kiste hast.
Brauche ich gerade eh nicht. Felix, hier liegt noch Holz und. Meinst du es dir mal schön? Jo. Und hier ist Lehm. Bring mir das mal mit. Ja, ich kann ich das nächste Mal Agar töten, wenn du bei mir bist. Ja, siehste, das ist sogar noch nützlich. Oh, danke schön. Trotz war schon so, aber wenn man mich nicht stört, bin ich auch jemand, der gerne hilft. Dieses Schwert war für etwas vorher bestimmt. Da unten, wo du runtergehüpft bist. Und wir uns gar nicht zugehört haben. Ach, da vorne bist du. Hm? Warte. Wir es gar nicht mitbekommen haben. Nee, eben. Luft. Ah. Ah, nee. Das ist Oak. Das ist Oak. Oh, Knochen. Was? Warum machst du hier ins Wasser fucken? Das bringt sehr viel, Felix. Luft. Ziemlich komisch geordnet. Ja, aber nett, dass sie auf den Boden machst. Wie ordnest du das, Marc? Das verstehe ich gerade nicht. Hier ist alles voller einzelner Sachen. Das ist auch momentan nicht geordnet. Ja, aber trotzdem ist alles voller einzelner Sachen. Sieht komisch aus. Knochen. Das wundert mich aber auch. Das hatte ich hier oben auch und ich weiß nicht, woher das kommt, weil ich mache das nicht. Da hat irgendwer wahrscheinlich bei meinen Touren rumtrollen wollen. Nee, das wäre sinnlos. Ja, also. Wer macht denn die Arbeit, alles auseinander zu pflücken und dann. Oh nein! Hui, das war. Nee, da war ein Creeper beinahe am explodieren. Aber nur beinahe. So. Halt nah am Bein. Wie lange können wir heute aufnehmen? Bis 22. 22 ist gut. So 10 Minuten so maximal noch. 22. Langweilig. Wie gesagt, ich sage ja nicht ohne Grund, lasst uns nachher mal vielleicht noch schnell überlegen, ob wir mal einen anderen Termin für die Season wählen. Weil da brauchen wir die Zeit ja eigentlich wirklich. Bisschen. Ja. Ja, andere Termine ist ja auch kein Problem. Aber dafür ist es jetzt halt höchst aktuell. Die Folgen kommen halt direkt in der Woche raus, bevor sie aufgenommen werden. Ja, aber wenn wir jetzt Samstag oder Freitag oder so aufnehmen würden, wäre das ja auch immer... Macht aber keiner, weil wir Samstag und Freitag nie da sind. Ich wollte gerade sagen... Ja, das war jetzt so ein paar Beispieltage. Das waren aber schlechte Beispiele. Das war das schlechteste Beispiel, das wir wissen. Also wirklich, überleg doch mal dreimal, ne? Ja, was soll das? Geh weg, Mann. Wir wollen nichts mehr mit dir tun haben. Du bist echt verbannt. Schlimm. Okay. Dir fehlt ein Stück Felix, und du komplett kannst du zurück. Warte mal. Ja, Felix, jetzt hast du ja, richtig, jetzt hast du das Problem. Jetzt haben die Chinesen das Problem. Ich hab grad so Zips im Kopf. So, ich hab's gebändigt. Juhu. Ach, jetzt bricht er aus. Was bricht aus? Ist Feuer? Feuer, Panik, Kreis. Kommt ähnlich hin von der her. Von der Tragweite. Das wäre auch lustig. Weil wenn sie brennen. Verbrennen. Ach, du findest es lustig, wenn es brennt? Soll ich mal mit dem Feuerzeug zu dir kommen? Nee, nicht unbedingt. Ich find's lustig, wenn es bei denen brennt. Achso. Ja, nicht bei mir. Bei mir wäre es nicht schuld, weil ich habe das größte Problem, wenn es einmal brennt. Dann ist nämlich alles weg bei mir. Ja, bei dir ist da extrem Panik dann. Deswegen sagte ich ja, ich erwarte dich ja schon, was du vorhast. Du bist irgendwann mit dem Feuerzeug gehabt, auszusehen, irgendein Block anzünden und schon brennt mein ganzer Wald und ist alles weg. Nee, das wäre mir einfach viel zu simpel. Ja, aber was anderes wäre doch sinnlos. Nein. Oh Mann. Gut, dass ich eine Ender Chest habe und da mein ganz wichtiges Zeug drin ist. Das würde ich jetzt, glaube ich, nie wiederfinden. Ach komm, jetzt regt ihr doch mal schneller, sieht's hier. Mann. Warum dauert denn das so lange? Mein Schaff ist scheiße! Von ewig zum Seespawn. So, aber immerhin habe ich schon 9 Stück. Oh. Ich brauche mal eine Seedplantage. Irgendwas, was mir ganz viele Seeds bringt. Ich brauche nämlich echt dringend. Eine Dingsschere. Hä? Ja, mit Glücksscheren gibt es mehr Seeds. Echt? Eine Glückssau meinst du? Nein, Glücksschere. Man kann sich eine Glücksschere machen? Man kann Glücksscheren verzaubern? Man kann jedes Handwerk inzwischen, Handwerksteil. Oh, das probiere ich gleich mal. Mit welcher Stufe ungefähr? Keine Ahnung, wie halt Glück kommt. Nee, ich habe die Schere jetzt reingelegt, aber sieht gar nichts. Also da kommt nichts an der Seite. Hä? Ja, nee, ging funktioniert das nicht. Mehr? Nö. Da haben sie es wieder rausgenommen, also es ging auf jeden Fall mal eine Weile. Mann. Bestimmt jedes Mal, wenn ich danach verlange. Weil, pass auf, in der nächsten Update, ist wieder drin. In dem übernächsten Update, wo ich es wieder brauche, ist wieder raus. Der wollte das halt. Der braucht es gerade. Also ich muss rausnehmen. Oh, da sind wieder zwei. Der würde das nicht machen. Ne? Ja. Eben. Um dich zu ärgern. Machen sie alles. Wert. Ja. Sie müssen es ja nur auskommentieren. Sind es nicht wert. Ja, richtig. Sie müssen es ja nicht neu schreiben. Jedes Mal. Das ist ja selbst Trollcode. Extra für mich angelegt worden. Ich meine, ich fühle mich ja geehrt, aber. Muss trotzdem nicht sein. Ja, irgendwie findest du es auch ein bisschen scheiße, ne? Ja, hauptsächlich scheiße. Überwiegt. So, na gut, dann muss ich jetzt halt mit 11 klarkommen. Kann ich schon mal einen großen Nutz nicht. Wie nochmal? Hm? Wie nochmal?
Ich hab Sepp gefragt, nicht Aga. Sepp hat dabei. Du weißt doch, Aga wird so selten angesprochen, er muss sich auch angesprochen fühlen, wenn er nicht angesprochen wird. Ja, wie zum Beispiel bei Spinnen, die dann immer Hi Sepp sagen und sowas. Sepp sagen die wirklich Hi? Ja, die sagen wirklich Hi. Finde ich jetzt auch nicht unbedingt so angenehm. Ja, die wollen halt mein Fleisch. Om nom nom nom. Obwohl ich nicht wüsste, was Spinnen für Fleisch haben. Menschenfleisch wollen. Gibt auch, also die essen glaube ich so ziemlich alles. Wir sind glaube ich nur ein bisschen zu groß für die. Ja. Bei uns ist halt das Problem. Dachten wir über Schlangen anfänglich auch, aber vor kurzem habe ich ein Bild gesehen, wo eine Schlange echt einen ganzen Mensch verspeist hat. Das sah voll cool aus. Schon sagen können, das sah voll lustig aus, wie so die Form halt in der Schlange und die sieht einfach, ja, lecker. Ja, also Anacondas und ja, fand ich voll geil. Gigapythons schaffen das. Das Lustige an der Geschichte ist, dass der Typ einen Kater hat und am Straßenrand lag und einfach vor der Schlange gefressen wird. Seems legit. Ja, stimmt, ja. Fand ich irgendwie lustig. Er hat sich einfach Straight Edge bei mir unten in der Schlucht reingebaut. Was hat sich was? Straight Edge? Straight Edge ist eine Bewegung. Ja, geradeaus. Achso, Sepp war doch bei dir irgendwo. Ja, aber ich war wo ganz woanders. Also ich war nicht in seinem... Nee, hier hat einer probiert, einen Gang zu graben. Schon. Nee, Gang hab ich nicht gegraben. Das muss man nicht. Felix, komm mal zu dir nach Hause, ich hab was für dich. Bin in der Schlucht. Komm mal zu dir nach Hause, ich hab was für dich. Bin in der Schlucht. Willst du wirklich, dass er alleine bei dir zu Hause rumläuft? Na und, dann soll er mir aus Bett wechseln. Okay. Alter. Sag doch mal, hör mal auf, sowas zu sagen. Weißt du, wenn du es dir denkst, ist es schon schlimm. Ja, also wirklich. Oh, jetzt muss ich mir meine Faust auf dem Holz kommen. Aga, brichst mir mal eine Axt vorbei, bitte. Wenn du zu Felix kommst. Okay, ich mach mir schon irgendwo eine. Habe ich Stein dabei? Nein, habe ich nicht. Kann ich... Ah, doch, habe ich. Juhu! Ich kann mir eine Axt machen. Ich bin selbstständig. Hey. Irgendwie. Verdammt. Ey, Leute, ich bin Level 7. Baba. Ich bin Level 12. Ich bin Level 24. Das muss ja absolut Rekord für dich sein. So hoch bist du Minecraft wahrscheinlich noch nie gekommen. Ey, ich wäre jetzt schon Level 20, wenn Aga mich nicht getötet hätte. Du bist in der Schlucht gestorben, du Honk. Du bist runtergefallen. Felix, wir Aga hat mich runtergeschlagen, ist richtig nah. Achso. Heute. Ich dachte beim letzten Mal und vorletzten Mal und vorletzten Mal und das davor, da mal davor und so weiter. Oder hat immer gestorben. Natürlich auch das Mal davor. Und ich würde auch sagen, das davor, Mal davor noch. Davor. Also man sollte überlegen, dass das Mal davor, dass er davor gestorben ist. Also ja, da ist er gestorben, gell? Das war schlimm. Ja, das passiert immer so selten. Ja, richtig. Das kann man sich übel gut merken. Das ist auch cool. Was für ein Phänomen. Felix, was ist für dich? Ich glaube, er ist bei deinem Bett hin. Ihr könntet Geschichtenerzähler werden. Ne? Denke ich nicht auch. Ja, wir trainieren. Ja, richtig. Für die Landesmeisterschaft. Ja, vor allem auch wegen dem Vortrag für Undologie. Muss man ja auch können. Also, man muss ja reden können. Kann ich dann vorne auf der Bühne stehen, Quatsch, auf dem Podest stehen und einfach nichts sagen, das wäre ein bisschen unschön. Man muss halt direkt mit dem Redefluss beginnen, weil sonst ist die Vorlesung schon für den Arsch. Echt mal. Ja. Und für noch nie eine Uni-Vorlesung gewesen sind scheiße. Also echt. Finde ich echt schlimm. Man sollte da mal, denkt da mal drüber nach. Ne? Bille. Jetzt fängt er gerade an. Nee, ich bin hier gerade. Ja. Such die Ausrede, such die Ausrede. Mal gucken, was er findet. Bin ich mal gespannt jetzt. Gar nicht. Ja, sag ich auch. Nix. Natürlich findet er annähernd so kreativ und spontan ist wie wir. Richtig. So, Felix, ich hab's hier bei deinem Bett hingemacht. Toll. Was auch immer er da gemacht hat. Das wissen ja auch eigentlich alle, dass vor allen Dingen Sepp und in letzter Zeit, also so größtenteils Sepp und ich, die Köpfe hinter den Pagan Gamers sind. Alles Kreative kommt von uns. Ja, richtig, ich wusste ja, ne? Irgendwo muss der herkommen. Die anderen beiden, die sind nur so diese Randdarsteller. Ja, die müssen halt irgendwie dabei sein, damit das Bild komplett ist, weißt du? Wir brauchen ja irgendwelche Opfer für unsere Sprüche. Richtig, irgendwie muss er jetzt erst aus... Oh nein. Testen. Eben. Ja, und hier muss das erste Opfer sein, bevor wir es an die Öffentlichkeit bringen können. So ist das. Ich meine, wir testen die natürlich ganz ursprünglich an uns, aber das geht ja auf Dauer auch nicht. Nee, das wäre ja fies uns gegenüber. Ja. Das können wir ja nicht mal ringen. Wir müssen ja unsere eigenen Egos. Ja, das ist ja das Schlimme daran. Das ist ziemlich schwer. Also, das muss man erstmal können, ne? Richtig. Das ist schon echt so eine Sache für sich. Das muss man einfach beherrschen. Wenn man beherrscht es, dann beherrscht es nichts. Genauso wie malen oder so. Das kann ich zum Beispiel nicht, aber es gibt Leute, die können das einfach von Anfang an. Das ist genauso. Ja, und was wir halt einfach können, ist Vergleich. Reden. Genau. Reden. Wie auch immer wir das hinkriegen, das kommt einfach raus. Wir denken da nicht groß drüber nach. Das passiert einfach. Das merkt man, dass ihr nicht groß drüber nachdenkt. das große Problem ist, dass er dabei einfach so absolut recht hat. Das ist halt das Blöde daran. Wir können ja nicht mal was. Eben, was sollen wir denn schon machen können? Das ist halt auf der Dinge.
Sie kann mich auch fallen. Ja, was muss das los? Das ist halt. What the fuck? Sehe ich genauso. Und da kann er einfach abzulenken, wie er will. Wir stehen zu dem, was wir sind. Ja, mit Shift-Click kannst du es machen, ja. Nein, nicht Shift-Click! Einfach nur unten in deine Leiste, einfach nur ein Rüstungsteil tun und dann einfach Rechtsklick machen. So, als ob du es bauen willst, dann ziehst du es dir an. Stimmt, cool. Muss ich auch noch nicht. Ha. Auch mal ausprobiert. Er hat sogar mal recht. Ui. Auch Felix hat was Neues rausgefunden. Wow. Stimmt jetzt so nicht die Kommentare. Das gibt's doch schon seit 1.5712. Bevor ich überhaupt geboren wurde, gab's das schon. Das hab ich schon rausgefunden, bevor das Spiel überhaupt erfunden wurde. Ups. Und zwar der erste Lockerbaum, bevor man versucht drauf zu springen. Das ist dann in den Kommentaren nur. Sowieso. Ja, was alles kommt bei unseren Kommentaren. Das kannst du in den Kommentaren finden. Ganz ja, immer so, aber ganz wirklich. Ja, es ist ne? hier YouTube. Es ist, genau. Gut, dass es noch keine Sprachkommis gibt, ja. Und das wär's ja noch. Die wird's auch hoffentlich bald geben. Das wär sinnlos. Wer gibt denn, wer sitzt denn den ganzen Tag freiwillig vorm PC und sagt, hö, war toll, hö, war toll, hö, war toll. Nee, das ist absolut scheiße. Das bleibt ja nicht machen. Du bist dann so berühmt wie Kronk oder so und dann hörst du das Gleiche an. Ja, das ist ja schon ohne Mist. Das wäre ein bisschen schwierig, ja. Wahrscheinlich noch 5000 Mal davon, ich will ein Kind von dir oder so ein Scheiß. Zwischendurch dann nochmal, du hast ABC vergessen. Du siehst aus wie ein Penner. Der hat einen Bart. Ja, du hast dein Holz vergessen. Alter Freundchen. Ja, bestimmt so eine Scheiße die ganze Zeit. Naja. Also, so eine Scheiße müssen wir uns ja schon dauernd anhören. Dass wir über die Kommentare von dir miteinander nachdenken, finde ich auch schon super. Wie armselig sind wir eigentlich? Was sind da an Kommentaren? Die können wir ja schon gar nicht mehr durchlesen. Ja, das sind so viele, ne? Die da überhaupt durchhören, also das funktioniert doch gar nicht. Wieso tropft es hier? Absolut unmöglich. Ja. Was? Wieso tropft es hier, was? Ja, es regnet und trotzdem tropft es durch einen nicht vorhandenen Block durch. Das fand ich halt gerade etwas kurios. Och, Arga, ist das dein verschissener Ernst hier, oder was? Was denn? Wir müssen dann auch mal so. Ja, ich will noch meine Baumsitz haben und dann können wir. Ja, ich will erstmal mein Bett wieder freimachen. Arga hat ja alles voll gewichst. Ah, ja, eklig. Depp, komm mal zu mir, das siehst du, wie das zugewichst hat. Ja, ich komm schon. Mein Baumsitz kommt eh. Aber mit einer Schaufel musst du kommen. So fest ist die Wichse. Marc, wo bist du? Ich bleib bei mir und guck lieber Baumsitz zu, wie sie auf mich drauffallen. Marc? Na komm, wo bist was? Du? Regnet. Soll ich Wichs aufnehmen und dir schicken, wie er mein Zimmer zugewichst hat? Kannst du auch machen, ja. Das ist, kann ich dann ja reinschneiden. Also, Marc, wo bist du? Dings da. Hallo? Das können wir die nächste Aufnahme machen. Okay. Dann wird's nichts mehr. Ja, okay. Warten jetzt noch, dass Sepp das da fertig macht, was er fertig gemacht hat, machen will. Und dann genau. Das kann dauern. Ich feich. Naja, warte mal einfach mal. Vielleicht kommt ja noch eins. Ich baue noch schnell hier die Wichser ab. Naja, warte, mit 14 sieht's mich aus, mal glücklich. Ich geh jetzt mal zurück nach Hause. Das hört sich falsch an. Das ist ja auch falsch. Du bist falsch. Ist es. Ich weiß. Na, siehste. Ihr seid alle falsch. Wir sind, ja. Ja. Ja, ich weiß. Ist das ein Höhlen? Ja, ich weiß. Das wusste ich schon. Jetzt ist auch noch meine Schaufel kaputt gegangen. Sei froh, deine Schaufel ist an der Wichse zerbrochen. Toll. Es war eine Eisenschaufel. Was denn? Seine Wichse ist Eisenschaufel. Arga, wo bin ich? Ich hab keine Ahnung. Ich bin bei dir. Ich hab hier Myzel, wo ich draufstehe. Aber wie bin ich? Aber ich finde deinen Ausgang nicht. Geht nur in zwei Richtungen. Ja, nee. Jetzt bin ich in dieser großen Schlucht drin. So unfähig kann doch kein Mensch sein. Du kennst warte. Mich. Da ist die Zähne, warte. Ja, deswegen wundere ich mich ja so. Ach, ich gehe jetzt einfach da wieder raus, wo ich reingekommen bin. Ah! Nein, das geht nicht. Ach, scheiße. Ach doch, hier geht noch was. So, Sepp. Warte mal. Legst ja dann den Dings. Ja, okay. Ja, machst in die Skype-Gruppe oder so. Ja, ich komm raus. Ja. Okay, 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 okay. Moment noch. Hä? Moment noch. Wo bist du lang gelaufen? Keine Ahnung, ich bin in irgendeine Höhle gefallen. So, jetzt bin ich in meinem Truhen, das finde ich schon mal okay. Moment noch, ich bin gleich zu Hause. Hab ich geschafft, da ist Licht. Ich sehe das Licht am Ende meines Baumtunnels. Deines Baumtunnels? Mhm. Wow. Ja, Sepp hat einen Baumtunnel. Ich habe einen Baumtunnel. Ein Tunnel voller Bäume. Wer hat das heutzutage nicht? Ja, richtig. Aber echt. Echt mal, Felix, hast du etwa keinen Baumtunnel? Also so. Na doch, 5 Stück. Oh, okay, gut. Okay, da hast du schon mal mehr Baumtunnel als ich. So, ich bin zu Hause. Und dann können wir ja die Aufnahme. Ich konnte mein gebrannten Leben nochmal färben. Mit alles Farbe. Klar. So wie du das andere. Du machst die Farbe in die Mitte und in dem Ausdruck. Mach ich doch mit Farbe. Ja, ja. Genau. Ach, sind noch 7 Dschungelseeds. Ups. Ich hab vergessen, die Rosen in Farbe zu machen. Oh, sind noch 5 Dschungelseeds. Ah, ne, sind keine Dschungelseeds. Okay, gut. Dann ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal in der Season wieder. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.